Acht merkwürdige Dinge, die ausschließlich verdeckte Narzissten tun, gibt's heute hier für euch auf Hilfe für Opfer von Narzissten, damit ihr lernt, solche Menschen schneller zu enttarnen und dann eure Konsequenzen zu ziehen. Denn gerade der verdeckte Narzissmus ist einer der gefährlichsten Formen, da du ihn eben kaum bemerkst, wenn du es nicht weißt. Starten wir hier also direkt. Das erste seltsame Ding, was damit zu tun hat, ist das Geben. Verdeckte Narzissten erscheinen sehr gebend, sehr helfend. Sie sind da ganz anders als die offenen Narzissten, wo du halt schnell merkst, dass die einen an der Waffel haben. Aber die Verdeckten kommen viel leiser daher, eher so im Hintergrund. Und die tun eben sehr gerne gebend und helfend und engagieren sich dann auch gerne in Gemeinden und in sozialen Projekten. Die haben einen ganz guten Ruf, denn der Ruf ist ihnen am allerwichtigsten. Okay, Lieben, das müsst ihr euch merken. Die Sache ist aber die, die geben nicht wie wir gesunden Menschen aus dem Herzen heraus oder um jemandem etwas Gutes zu tun, sondern nur für ihr Image. Wenn du also siehst, dass sie große Dinge spenden oder sowas in der Öffentlichkeit, dann sei dir gewiss, das machen sie nur, damit sie toll dastehen. Das widerspricht natürlich dem Spenden vollkommen. Wir machen das ja nicht fürs gute Image, sondern um Leuten zu helfen. Und das Schenken hat auch einen ganz großen Stellenwert in einer Beziehung mit Narzissten, also mit diesen Verdeckteren. Die geben super gerne, denkst du, aber du hast, während sie dir was schenken, schon das Gefühl, dass sie es eigentlich gar nicht so richtig wollen und als hättest du ihnen was weggenommen. Merk dir, bei verdeckten Narzissten ist das so, wenn die schenken, haben die das Gefühl, dass sie eigentlich was verlieren. Und genau das kommunizieren sie nonverbal. Außerdem wird immer eine Art Rechnung geführt, eine Art Strichliste. Wie viel hast du geschenkt, wie viel habe ich geschenkt? Und das muss sich immer die Waage halten. Ansonsten wird's übel. Das heißt, im Endeffekt hast du nie das Gefühl, dass du was geschenkt bekommst, sondern du hast immer nur das Gefühl, er hat dir jetzt was gegeben, er oder sie, genderneutralen Narzissmus, damit du wieder was zurückgeben musst, weil es erwartet wird. Und das widerspricht natürlich komplett dem Sinn von Schenken. Verstehst du? Also im Endeffekt fühlst du dich da immer nur schuldig, wenn du irgendwas kriegst. Und auch hier wird gerne geschenkt, statt eine Entschuldigung zu sagen, denn Narzissten entschuldigen sich niemals. Denn sie haben keine Reue und meinen es auch nicht ernst. Der zweite wichtige Punkt ist das Chamäleon. Das ist einer der merkwürdigsten Dinge, die nur verdeckte Narzissten so intensiv ausleben. Und zwar ist es eben so, Narzissten haben keine wirkliche Identität oder Persönlichkeit. Können sie ja gar nicht haben, denn sie wohnen ja in einem überhöhten Ich, das sie damals erfinden mussten, um in der schweren Kindheit oft zu überleben. Das heißt, sie spielen jemanden, der sie gar nicht sind. Und ihr wahres Ich durfte sich dann natürlich nie entwickeln. Bedeutet, die sind abgespalten von sich selber. So, hier kann also keine wahre Identität wachsen, keine ehrliche. So, und jetzt je nachdem, mit wem sie da gerade Zeit verbringen, ob nun mit dir oder mit Kumpels oder weiß der Geier, verändern die ihre Persönlichkeit dementsprechend, dass sie dem anderen gefallen. Und das ist richtig absurd, Leute. Natürlich, wenn die ungefähr die gleichen Leute um sich scharen, dann fällt das vielleicht gar nicht so weiter auf. Aber nehmen wir mal an, sie haben einen Kumpel, der gerne in die Disco geht, total outgoing ist. Dann haben sie einen Kumpel, der ist total der Nerd, der zockt den ganzen Tag nur am Computer und hat so mit der Außenwelt nicht wirklich was zu tun. Dann haben sie einen, der übermäßig Fleisch konsumiert. Dann haben sie einen, der Veganer ist. Und das ist dann so geil zu beobachten, weil je nachdem, mit wem sie Zeit verbringen, ändern die sich komplett und passen sich dem an, mit dem sie gerade Zeit verbringen. Das wird gerne den emotional Abhängigen, den Dependenten zugeschrieben, aber natürlich nur von Narzissten, damit sie von sich selbst ablenken. Also das machen Narzissten, weil sie eben keine eigene Identität haben. Ne, also das ist natürlich ein Zeichen, dass du kein eigenes Selbst hast, ne? Und deswegen imitieren die wie ein Chamäleon, um anderen zu gefallen. Ne? Und auch die Prinzipien, vertu dich nicht, auch die Prinzipien ändern sich je nachdem, mit wem sie zusammen ist. Mit dem Veganer gehen sie auf die Demo gegen Fleischkonsum und brüllen darum, wie könnt ihr nur? Und die können am Abend drauf direkt mit dem anderen Kumpel ins Steakhouse gehen und sagen, boah, das ist das beste Steak, was ich jemals gegessen habe. Veganer sind ja total albern. Ne? Also im Endeffekt ist es total wüst und deswegen guck dich bitte mal im Umfeld deines Narzissten um und wie verhält er sich je nachdem, mit wem er da zusammen ist. Kommen wir direkt zum nächsten seltsamen Merkmal, was nur verdeckte Narzissten tun. Und jetzt werdet ihr bestimmt lachen und sagen, hä? Sie werten sich selbst ab.
Moment, hä? Sind Narzissten nicht grandios und von sich selbst total überzeugt, dass sie einzigartig und die Besten sind? Jo. Werten verdeckte Narzissten sich trotzdem ab? Ja. Warum? Um das Opfer zu spielen. Denn wer das Opfer spielt, der kriegt Sympathien. Wer das Opfer spielt, gerade in unserer Vogue-Gesellschaft, ne, der kriegt Aufmerksamkeit. Wer das Opfer spielt, der generiert in Perfektion fliegende Affen um sich herum. Oben rechts das wichtige Video. Bedeutet also, umso mehr sie das Opfer spielen, umso mehr Komplimente bekommen sie. Umso mehr sie das Opfer spielen, umso mehr werden Leute ihnen helfen wollen und die ganze Aufmerksamkeit nur auf sie richten. Ist das perfide? Und das geht sogar noch einen Schritt weiter. Die spielen nicht nur das Opfer, sondern sie werten auch alles an sich ab, was sie eindeutig können. Das ist dann wie diese Leute, die eine Arbeit schreiben und eine Eins kriegen und aber immer noch von sich behaupten, sie hätten es voll nicht drauf und sie hätten ja niemals damit gerechnet, dass sie eine Eins bekommen. Alles, was an ihnen gut ist, was sie gut können, werden sie kategorisch ablehnen, runtermachen und so tun, als könnten sie es nicht. Vertu dich bitte nicht. Der Narzisst weiß genau, dass er gut darin ist. Aber er möchte deine Aufmerksamkeit. So, und ehe du dich versiehst, wirst du in diese Mitleidstour mit reingezogen und hetzt gegen die Leute, die gerade auf seiner Abschussliste stehen. Genauso läuft das. Genauso werden Flying Monkeys generiert. Das ist eine falsche Unterwerfung, eine falsche Demütigung seiner selbst und die sorgt dafür, dass du immer weiter um ihn rotierst und irgendwann alles für ihn machst, weil du das Gefühl hast, er ist doch ein armes Opfer und er kann doch gar nichts dazu. Der arme, arme, verdeckte Narzisst. Der nächste merkwürdige Punkt, den nur verdeckte Narzissten tun, naja, vielleicht auch manchmal die offenen, aber meistens tun es eben nur die verdeckten. Die aufgestellten Regeln von ihnen, die gelten niemals für sich selbst, immer nur für dich. Und das magst du jetzt schon mal im Zusammenhang mit narzisstischem Missbrauch gehört haben, aber hier wird's mega pervertiert. Und zwar die offenen Narzissten, die stellen dir ganz klar Regeln auf. Die sagen, du musst jetzt das und das und das machen, sonst verlasse ich dich. Du musst dich also bessern. Die verdeckten Narzissten sind wiederum eher, wie gesagt, in der Opferrolle unterwegs. Bedeutet, die leiden auch oft an Hypochondrie. Hypochondrie bedeutet, dass sie andauernd das Gefühl haben, sie seien krank oder müssten sterben oder leiden an einer todbringenden Krankheit. Nur leider finden die Ärzte niemals irgendwas und sie haben auch nicht wirkliche Symptome. Und Achtung, diese Hypochondrie wird jetzt genutzt, um Regeln aufzustellen. So, bedeutet, wir können nicht mehr zu Konzerten gehen, denn ich habe das und das. Wenn ich auf ein Konzert gehe, passiert das und das. Kann ich also nicht. Dann wäre es ja mega schön, wenn du auch nicht gehen würdest. Das heißt nicht nur, dass sie teilweise Krankheiten erfinden, um dir zu erzählen, sie könnten irgendwas nicht tun. Daraus wird irgendwann auf einmal, oh Mann, ich würde das aber so gerne tun. Willst du da jetzt wirklich hin? Willst du das jetzt wirklich ohne mich machen? Du willst da jetzt echt mit Freunden hin und da ohne mich hingehen? Boah, das ist aber ganz schön asozial. Hier wird die Schuldmasche benutzt und Mitleid erzeugt, damit du das nicht tust. Und das können erst nur kleine Sachen sein, die dir gar nicht viel ausmachen. Aber irgendwann, und das verspreche ich dir, wird der die Narzisstin, es ist oft bei Frauen so tatsächlich, der weibliche Narzissmus ist sehr oft bei Frauen zu finden, aber auch bei Männern, ne? Es wird irgendwann dazu führen, dass du gar nichts mehr machst. Alles, was dir Spaß macht, wirst du irgendwann nicht mehr machen können, weil kannst du es nicht mit ihnen machen, kannst du es mit niemandem machen. So, und hier werden nicht nur Krankheiten vorgeschoben, die es nicht gibt, sondern auch meinetwegen psychische Erkrankungen oder vorherige Beziehungen, wo sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, mein Ex ist mir ja fremdgegangen und der war immer feiern. Also triggert mich das total, wenn du feiern gehst, könntest du bitte nicht mehr feiern gehen. Kleines Beispiel daraus, ja. Und da gibt es jetzt hunderte Beispiele. Aber im Endeffekt wirst du merken, dass du am Ende nichts mehr machen wirst. Gar nichts. Von dem, was du liebst, von dem, was du toll fandest, dich mit deinen Freunden treffen, es wird alles nicht mehr stattfinden. Alles unter dem Vorwand des Narzissten, dass er das ja auch nicht kann. Und das wäre dann schade, wenn du es tun würdest, weil das würde ihn ja persönlich verletzen. Achtung, ein gesunder, normaler Mensch würde sowas niemals von dir
verlangen. Und ich möchte hier nochmal zu sagen, natürlich gibt es auch reale Erkrankungen, es gibt auch psychische Erkrankungen, es gibt Traumata und es gibt auch wirklich schlechte Erfahrungen aus Beziehungen. Aber all das ist behandelbar. Und wenn es eben nicht behandelbar ist, dann solltest du es deinem Partner trotzdem gönnen und ihn nicht komplett zu Hause einschließen. Denn das ist toxisch. Punkt. Die nächste seltsame Sache, die nur verdeckte Narzissten tun, an denen du sie super erkennen kannst, ist, dass sie den Superhelden spielen. Verdeckte Narzissten spielen immer den Gutmensch. Sie wollen die Guten sein, die Rechtschaffenden, die, die für andere einstehen und sich aufopfern. Aber Achtung, das sieht nur nach außen hin so aus. Die meiste Zeit über rechtfertigen sie mit so einem Geschwafel nur ihre Schmierenkampagnen. Ihr wisst, dass Narzissten immer eine Persona non grata haben, die sie gerade verfolgen, stalken, hetzen, ihren Ruf zerstören wollen und wo sie sich festbeißen wie Parasiten. Wirklich, wie Parasiten kletten die sich an eine Person, drehen sich 24/7 nur noch um diese Person und versuchen sie ums Verrecken in der Gesellschaft auszuschließen und kaputt zu machen. Und erst wenn diese Person komplett kaputt ist, lassen sie irgendwann von ihr ab. So, und das wird dann eben gerechtfertigt mit, ich bin ja die Gute hier oder der Gute und ich tue ja nur, was richtig ist. Ich decke ja nur über eine Person auf, ja. Ich sage ja nur die versteckte Wahrheit über diese Person und deswegen bin ich hier der Gute. Das Problem ist, dass Narzissten die Guten sein wollen, aber das Böse tun, um das zu erreichen, was sie das Gute nennen. Und dadurch verhalten sie sich wie Bösewichte. Also guck dich mal genau in deinem Umfeld um oder auch bei deinem Partner. Was zieht er für Schmierenkampagnen bei anderen ab? Denn die haben immer mindestens eine Person, oft ist es die Ex oder der Ex, ne? Die sie gerade komplett fertig machen, vor Gericht schleifen, weiß der Geier. Immer diese eine Person, denn sie brauchen immer irgendwo ein Ventil, an dem sie ihre Toxizität ablassen können. Und wenn sie mit dir noch in der Lovebombing-Phase sind, wird das immer jemand anders sein. Guck dich mal genau um. Und es wird im Endeffekt immer so hingestellt, als seien sie die Guten, dabei sind sie eigentlich die Bösen. Okay? So. Und der sechste Punkt, den ich für euch habe, den auch meistens nur verdeckte Narzissten so tun, ist das Ablenken. Verdeckte Narzissten sind perfekt darin, von sich selbst auf andere alles zu schieben. Also das heißt nicht nur, dass du immer an allem schuld bist, das kennen wir ja schon, das Spiel, ne? Aber im Endeffekt sind sie perfekt darin, sich immer aus der Verantwortung zu ziehen. Also selbst wenn sie wirklich was gemacht haben, sagen wir, sie sind fremdgegangen, ne? Dann werden sie dir 3 Stunden Monolog halten, warum du eigentlich daran schuld bist, dass sie fremdgegangen sind. Und dann werden die Sachen aus deiner Vergangenheit rauskramen, die du gar nicht mehr wusstest, wo du vielleicht auch mal einen Fehler gemacht hast. Klar, wir sind ja Menschen, ne? Aber das heißt, im Endeffekt, es wird alles vom anderen kritisiert, es wird alles toxische auf andere gespiegelt, nennt sich, by the way, Projektion, oben rechts das Video, ne? Und im Endeffekt ist es ja alles nichts anderes als eine riesengroße Ablenkung. Also bitte werd da mal wachsamer, wenn Diskussionen stattfinden oder Beschuldigungen stattfinden oder du deinen Partner mal wirklich was fragst, was unangenehm ist. Achte mal drauf, wie sehr er anfängt, von sich selbst auf andere abzulenken. Wenn du merken solltest, dass du noch in so einer Situation festhängen solltest mit einem toxischen Menschen und jahrelang schon alles versucht hast, da rauszukommen, aber es einfach nicht schaffst, dann melde dich auch gern bei mir. Ich bin Expertin für narzisstischen Missbrauch und habe schon über 1000 Menschen aus diesen Beziehungen rausgeholfen. Also bitte, wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Das nur am Rande, falls du hier neu bist und noch gar nicht weißt, wer ich bin. Machen wir direkt weiter. Der nächste merkwürdige Punkt, den nur verdeckte Narzissten tun, ist das absichtliche Vergessen. Ich habe euch jetzt erzählt, dass die ein bisschen anders sind als offene Narzissten, die einfach Dinge nicht tun, weil sie sich nicht für dich interessieren und die auch dann offen sagen, kannst mich mal, ich habe da gar keinen Bock drauf. Verdeckte Narzissten sind eher so, dass sie ja helfend wirken. Bedeutet, wenn du sie um Hilfe bittest, werden sie natürlich sofort sagen, ja klar, helfe ich dir, ey, gar kein Thema, mach dir keinen Kopf, ich erledige das, da kannst du dich drauf verlassen, ja. So, aber wenn du dann hinterher nochmal nachfragst, weil du merkst, die Sache ist eben nicht erledigt oder eine Frist ist verstrichen und du hast jetzt die negativen Konsequenzen, werden sie auf einmal so tun, als hätten sie es vergessen. Aber bitte, ihr Lieben, nein, die haben keinen Alzheimer. Es ist tatsächlich nur Desinteresse an deiner Person. Narzissten drehen sich nur um sich selbst und interessieren sich für nichts anderes als sich selbst. Da sie aber, wie gesagt, verdeckt sind und deine Gunst in dem
Oberflächlichen nicht verlieren wollen, werden sie halt sagen, er hätt's halt vergessen. Aber im Endeffekt war es pure Absicht und er wird auch weiterhin alles vergessen, was dir wichtig ist. Also mach dich darauf gefasst, okay? Und der achte Punkt ist, und den werdet ihr alle kennen, sie entschuldigen sich nie. Höchstens nach sehr vielen Bitten deinerseits und vielleicht auch Drohungen, dass du die Beziehung beenden willst, kann es sein, dass sie irgendwann genervt sagen, ja, es tut mir doch leid. Ja, aber das wird in so einem Tonfall stattfinden und mit so einem Augenrollen, dass du nonverbal sofort merkst, das ist nicht ernst gemeint. Die haben keine Ahnung, was eine Entschuldigung ist, weil die meisten von denen überhaupt keine Empathie haben, überhaupt keine Schuldgefühle besitzen, also überhaupt nicht in der Lage sind zu verstehen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Deswegen wird die meiste Zeit eher keine Entschuldigung kommen. Und hier ist jetzt aber das Besondere. Nicht nur, dass keine Entschuldigung kommen wird, nein, sie werden dann anfangen, einen Monolog darüber zu führen, warum sie das gemacht haben und es rechtfertigen mit der guten Sache. Wir erinnern uns eben an den Narzisst, der ständig mobbt und behauptet, er sei der Superheld. Das hier ist genau das Gleiche. Also er wird im Endeffekt alles dann umdrehen, sein schlechtes Verhalten komplett so verdrehen, dass es aussieht, als wäre es das Gute gewesen. Aber du bist ja blöd. Im Endeffekt wird er dir die Schuld für alles geben, was er falsch macht. Das ist das, was am Ende dabei rumkommt. Du bist immer schuld daran, wenn er Mist baut. So, er ist aber im Endeffekt hier der arme Superheld, der Batman, der im Verborgenen sein Werk tut. Ja, Dummfug. Wer sowas macht, sollte die Verantwortung für sein Verhalten auch übernehmen und zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat und daraus wachsen, wie alle normalen Menschen das tun. Bei Narzissten gibt es aber kein Wachstum. Das weißt du, das weiß ich, das wissen wir alle. Von daher bist am Ende dann immer du schuld. Wenn du all diese Dinge jetzt an einer Person bemerkst, die du sehr gern hast, die in deinem Umfeld ist oder auch in deiner Beziehung, dann schau dir das Video hier oben rechts gleich im Anschluss auch noch an, weil da kläre ich über die ganz klaren Symptome von verdeckten Narzissten auf. Also da wirst du dann nochmal eine Liste zum Bestätigen kriegen, ne, wo du sagen kannst, okay, das passt auch noch alles. Weil das sind jetzt nur so die verdeckteren Dinge, die man vielleicht eben nicht so von 100 anderen YouTube-Videos schon gehört hat, ne? Seltsame Dinge, die eben nur verdeckte Narzissten tun. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht ihr jetzt mal einen dicken Daumen nach oben, denn damit triggern wir den YouTube-Algorithmus und das Video verbreitet sich in ganz Deutschland und vielleicht sogar ganz Europa. Ich sehe ja immer in den Analytics, wie viele Leute hier diese Videos gucken. Das ist der Wahnsinn. Ich bin da so happy, dass sich das so verbreitet und dass die Aufklärung solche Früchte trägt. Wirklich mega. Und als zweites möchte ich, dass ihr jetzt hier mal in die Kommentare haut. Wie hat sich denn euer verdeckter Narzisst verhalten? Gibt es vielleicht noch andere verrückte Dinge, die nur verdeckte Narzissten tun, die ich jetzt hier gar nicht erwähnt habe? Haut's in die Kommentare, denn wir sind hier eine mega große Community von mittlerweile über 48.000 Leuten und wir empowern einander. Und wenn du dein Schweigen brichst und hier in die Kommentare schreibst, dann empowerst du auch andere, die vielleicht noch drin sind, ihr Schweigen zu brechen. Genau das tun wir hier. Und als letztes teilt das Video an ein, zwei Menschen, die euch richtig wichtig sind, wo ihr sagt, die sollen endlich mal verstehen, was ich durchgemacht habe. Und dann ist der Aufklärung doch Genüge getan für heute, meine Lieben. Ich wünsche euch morgen ein wunderschönes Wochenende und würde sagen, wir sehen uns nächsten Donnerstag um 18 Uhr hier genau wieder. Eure Arti.